Obwohl wir noch nie ein Foto von der Oberfläche eines braunen Zwerges gemacht haben, denken wir, dass er eine ähnliche Wolkenstruktur besitzt. Das sind keine normalen Wolken, wie wir sie von der Erde kennen. Diese Wolken bestehen aus Eisendampf. Die Wolken nehmen so zu, dass sie Eisentropfen absondern. Kein Mensch würde sich gerne dort aufhalten, denn es handelt sich um flüssiges Eisen. Bis jetzt haben Astronomen nur einige hundert braune Zwerge ausfindig machen können. Und sie haben immer noch viele Fragen über diese eigenartigen Gebilde. Sie wissen zumindest, dass braune Zwerge von Gas- und Staubringen umgeben sind. Verwandeln sich diese Ringe vielleicht in Planeten? Das ist nur eine von vielen Fragen, die wir bei der Erforschung der Sterne noch lösen müssen. Doch die Wissenschaft hat bereits aufgedeckt, dass das Universum ein magisches Reich aus Zwergen und Riesen, Nachzüglern und Supernovae ist. Und inmitten der explosiven Lebensgeschichte